früh raus, viel unterwegs, wenig Geld. Gott sei Dank habe ich noch einen anderen Job. Ein Job als Lkw-Fahrer, ein zweiter als Kurier. Und trotzdem kommt Egon Albrecht kaum über die Runden. Stefanie Tatenhorst arbeitet als Hauswirtschafterin und als Pflegekraft in einem Heim für Demenzkranke. Dennoch reicht das Geld nicht. Im Prinzip ist das tatsächlich so ein Drahtseilakt, ne? Man balanciert immer über dem Abgrund in der Hoffnung, dass man halt nicht abrutscht. Ne? Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland haben mehrere Jobs. Doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Es ist 2 Uhr morgens. Egon Albrecht ist so leise wie möglich. Frau und Tochter schlafen noch. In einer Stunde muss er den LKW vom Hof geholt haben. Heute wird er eine Ladung Kleider von Gelsenkirchen nach Koblenz fahren. Start um 3 Uhr morgens. Es liegt hauptsächlich daran, um den Staus aus dem Weg zu gehen und möglichst wieder zurück zu sein, bevor das Lager schließt. Natürlich noch müde, da kann man sich nicht gegen wehren. Aber ich denke mal, nach 5 Stunden Schlaf, das reicht. Jahrelang arbeitete Egon Albrecht in einer großen Multimedia-Firma in leitender Position. Jetzt lenkt er seinen 7,5-Tonner durch die Straßen, während die Stadt noch schläft. Egon Albrecht bekommt 10 Euro die Stunde. Vor wenigen Jahren noch verdiente er das Vielfache. Früher, da kam die Zufriedenheit dazu, die soziale Sicherheit. Und hier fährt man ums Überleben. Es hört sich immer übertrieben an, aber es ist ja so. Man braucht das Geld, um eine dreiköpfige Familie zu ernähren und über die Runden zu bringen. Auch Egons Frau arbeitet. Zusammen kommen sie monatlich auf rund 1600 Euro netto. Mit dem Niedergang des CD-Handels kam für Egon der soziale Abstieg. Es war ja ein Wahnsinnsverlust. Eine Aufgabe, die einen absolut erfüllt hat. Ich war zuständig für eine gesamte Abteilung. Da waren 36 Mitarbeiter beschäftigt, die die Versendung von CDs und DVDs gemacht haben. Egon ist tief gefallen. Aus der Mittelschicht in den Niedriglohnsektor. In ein Leben voller finanzieller Nöte. Das Fahren lässt mich abschalten. Ich lasse mit dem Losfahren meine Probleme zu Hause. Zu sagen, oh, was hast du noch da? Oder da muss noch eine Rechnung bezahlt werden. Hier schalte ich ab, ich konzentriere mich auf den Job. 4 Uhr früh. Egon macht eine Kaffeepause. Lange darf er sich nicht aufhalten. Um 6.30 Uhr wird er in Koblenz erwartet. Jesteburg, 30 Kilometer von Hamburg entfernt. Stefanie Tatenhorst hat die Kinder um 6 Uhr geweckt. Der Schulbus fährt zeitig auf dem Land. Morgens die übliche Hektik. Die Mutter, Alleinverdienerin mit 2 Jobs, ist geschäftig. Vor 3 Jahren wurde sie geschieden. Das Reihenhaus konnte sie behalten, aber eben auch mit allen Schulden. Und ständig verursacht das Haus weitere Kosten. Ja, also das ist schon auf jeden Fall eine große Belastung. Einfach kein gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat schon nicht mehr besonders viel auf dem Konto und der Schornsteinfeger kommt, man weiß, da kommt eigentlich letztendlich eine Rechnung ins Haus und eigentlich ist das Geld gar nicht dafür da. Die Kinder sind hier im Haus aufgewachsen. Wenn sich Stefanie Tatenhorst finanzielle Situation nicht verbessert, müssen sie womöglich ausziehen. Trotz ihrer Sorgen versucht sie fröhlich zu wirken. Gestern. Ich versuche halt auch für die Kinder, ne, das nicht so deutlich sichtbar werden zu lassen, weil die leiden eh schon auch natürlich und das wäre einfach auch nicht fair. Ne? Aber Elodie, der Zweitältesten, kann sie nicht wirklich was vormachen. Zum Beispiel abends oder halt wenn sie irgendwie gerade in einem ruhigen Moment da sitzt und dann immer so viel nachdenkt und immer dann ihre Gesichtsmuskeln so zucken, weil sie halt ja so in Gedanken ist und dann sieht man, dass sie halt nicht mal so glücklich dabei ist, wenn sie nachdenkt. Gut, dann zieht mal eure Schuhe an, dann können wir ja gleich losfahren. Mama, wir fahren mit der Klasse nach Fehmarn. Oh, das ist ja toll.
finde ich auch. Was für Sohn Bennett eine Freude ist, ist für die Mutter ein weiteres Problem, das sie bewältigen muss. Klassenfahrten kosten Geld. Ihre zwei Jüngsten fährt sie jeden Morgen die 4 Kilometer zum Bus, damit sie nicht noch früher aufstehen müssen. Der Vater zahlt zwar Unterhalt für die Kinder, aber nur den Mindestsatz. Die 200 Euro für Bennets Klassenfahrt sind damit nicht abgedeckt. Das ist ein Gefühl des Zermürbens letztendlich auch ein Stück weit, ne? Weil man möchte einfach diesen Spagat hinkriegen, es den Kindern unbedingt zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite weiß man letztendlich, finanziell geht es eigentlich letztendlich überhaupt nicht. Stefanie Tatenhorst arbeitet als Hauswirtschafterin in einem Kinderheim. Ihre Hauptaufgabe ist es, zu kochen und Ordnung in die Zimmer zu bringen. Sie muss viel leisten. Sie fühlt sich aber auch für ihre Arbeit anständig bezahlt. Ihr Stundenlohn liegt bei 14 Euro. Kochen ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich auch sehr gerne mag. Das gehört eigentlich auch zu meinen Hobbys und mir macht das schon Spaß. Aber es ist halt eben nur eine 20-Stunden-Beschäftigung und das ist einfach zu wenig für mich, um meine Familie zu ernähren. Das heißt, dass ich noch meinen anderen 400-Euro-Job habe in einer Demenz-WG, weil ohne den könnte ich das gar nicht finanzieren. Trotz der beiden Jobs, das Geld ist immer knapp und die Koordination der Arbeitsstellen ist schwierig. Manchmal überschneiden sich die Schichten. Eine muss sie dann absagen und das bedeutet dann weniger Verdienst. Gegen 11 Uhr Vormittag ist Egon Albrecht auf dem Rückweg. In Koblenz hat er Ware abgeladen, neue eingepackt und gemäß Vorschrift eine Stunde Pause gemacht. Seit 2 Uhr morgens ist er auf den Beinen. Ja, ich bin schneller durchgekommen als gedacht. Jetzt mache ich erst noch mal ein Päuschen, so ein bisschen kommt die Müdigkeit durch. Eine Tasse Kaffee trinken und dann geht's weiter. Stundenlang am Steuer sitzen. Kilometer für Kilometer. Immer wieder durchlüften. Angst vor dem Sekundenschlaf. Hoffen, dass alles gut geht. Die Pause war dringend nötig. Ich habe ein klein wenig angefangen, Kopfschmerzen zu bekommen. Zu wenig Schlaf. Vielleicht doch ein bisschen zu doll konzentrieren müssen. Da verkrampft man natürlich sehr leicht. Man hat die Verantwortung für Maschine, für Mensch, für die anderen Verkehrsteilnehmer, für das Transportgut. Ein Fehler, der wird hier nicht verziehen, sondern der landet in der Leitplanke. Zurück auf dem Hof in Gelsenkirchen. Egon Albrecht ist am Ziel, aber ausruhen kann er sich jetzt nicht. Die Ware muss ausgeladen werden. Wenn der Wagen voll ist, dann ist das mal eben eine Tonne, vielleicht anderthalb, die man zweimal bewegt, beim Aufladen und auch beim Abladen. Heute ist es wenig. Es tut hier oben weh. Jetzt dieses Festhalten, dieses Hochhalten. Aber so geht's. Der Wagen ist leer. Immer noch nicht Feierabend. Für den Kollegen, der morgen die Tour fährt, muss er den Wagen neu beladen. 8 Stunden, 80 Euro Verdienst. Zum Überleben reicht es, aber berufliche Erfüllung sieht anders aus. Ein neuer Job, eine neue Herausforderung. Ich wäre auch bereit, einfach was völlig Neues anzufangen und mich auch voll einzusetzen. Alle Bemühungen um eine neue Stelle sind bislang gescheitert. Egon macht sich nun auf zu seinem zweiten Job. Als Kurier wird er am Nachmittag noch Pakete ausfahren. Jesteburg. Stefanie Tatenhorsts zweite Arbeitsstelle. Ein Demenzheim. Bring die Mama einen Kaffee. Jawohl, geht los. Geht gleich los. Gleich nicht, jetzt. Das ist eine Wirtschaftsstadt hier. Wechselnde Stimmungen der Bewohner ertragen, das gehört auch zum Job. Jahrelang hatte die gelernte Arzthelferin ganztags in der Pflege gearbeitet. Ein Beruf, der sie erfüllte. Doch ihre Knie hielten der schweren körperlichen Arbeit nicht stand. Da musste ich ja leider schweren Herzens vor 5 Jahren meinen Beruf eigentlich aufgeben. Und das ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen. Margot, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Inzwischen kann sie nur leichte pflegerische Tätigkeiten ausüben. Die Kniebeschwerden sind aber geblieben. Bitte schön.
ich bin schon oft so, dass ich, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, dass ich schon unter starken Schmerzen leide und weil ich einfach tags ja nie zum Sitzen komme. Ich bin ja nur auf den Beinen und das ist also eine wirkliche Belastung. 10 Euro die Stunde verdient Stefanie Tatenhorst im Demenzheim. Alles unter 10,36 Euro gilt offiziell als Niedriglohn. Aus Angst vor dem sozialen Abstieg gehen viele über ihre Grenzen. Viel Arbeit heißt auch viel körperlicher Verschleiß. Die Schmerzen im Knie machen ihr Sorgen. In Hamburg sucht sie ihren Arzt Oliver Dirk auf. 8-mal wurde das Knie schon operiert. Letztendlich müssen wir jetzt versuchen, die Belastung zu reduzieren. Wechsel zwischen Stehen, Sitzen und Gehen. Keine Zwangshaltung und natürlich möglichst nicht schwere Gewichte tragen. Oh, das ist ja gar nicht so einfach, jetzt das alles so umzustellen, ne? In meinem Alter. Das wird aber der nötige Prozess, sonst droht Ihnen der künstliche Gelenkersatz. Ja, nee, also das möchte ich auf gar keinen Fall so schnell haben, ne? Das ist klar. Wenn sie ihre Knie nicht vollends ruinieren will, braucht sie eine andere Arbeit. Und sie muss mehr verdienen, um nicht aus ihrem Haus ausziehen zu müssen. Ich glaube nicht, dass ich das noch so lange durchhalte. Zum einen aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ne? Ich merke das einfach immer wieder. Und zum anderen ist das einfach auch viel zu stressig, ne? Zwischen den zwei Arbeitsstellen hin und her zu gurken und sich da aufzuteilen. Und nein, das ist also keine Lösung auf Dauer. Bei der Rentenversicherung stellt sie einen Antrag auf Weiterbildung. Sie erhofft sich eine besser bezahlte Vollzeitstelle im Gesundheitsbereich. 7 Uhr früh. Egon Albrecht ist heute als Kurierfahrer unterwegs. Er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann, arbeitete als Organisationsleiter und Systemadministrator. Doch in keinem dieser Berufe findet er eine Anstellung. Mit 56 ist es schwer. Bewerbungen geschrieben, mit Firmen geredet. Man hört tatsächlich ein zu alt. Das habe ich aber auch bei Kollegen gehört, die 34 Jahre alt waren. Und für mich stand die Entscheidung an Arbeit oder Hartz IV. Und ich habe mich dann dazu entschieden, eine Arbeit zu tun. Ein Job mit viel Verantwortung, am liebsten in leitender Position. Das hat Egon Albrecht gesucht. Gefunden hat er eine einfache Kuriertätigkeit. 7.30 Uhr, Postfächer leeren, bloß nicht zu spät kommen, strenge Zeitvorgabe. Hoffentlich kein Stau. Der Kunde wartet schon. Einmal quer durch die Stadt. Spätestens 8.30 Uhr muss er da sein. 9 Uhr. Das Auto umbauen für sperrige Ware aus einer Druckerei. 3 Pakete Stapel soll er zu 3 verschiedenen Orten bringen. 11 Uhr. Auftragsloch. Hi, Egon. Hallo. Hast du den Kaffee für mich? Ja, der läuft ganz frisch durch. Ob er den Kaffee austrinken kann, weiß er nicht. Er ist immer in Bereitschaft. Unbezahlte Wartezeit in Evas Bütchen. Bei 8 Euro liegt sein Stundenlohn. Rechnet man die Wartezeit mit ein, sind es maximal 6. Ich rede es mir selbst gerne schön, indem ich sage, wenn ich 5-6 Stunden am Tag unterwegs bin und 1.000 Euro verdiene, dann ist es in Ordnung. Wenn ich aber 12 Stunden Bereitschaft rechne, dann passt es ja überhaupt nicht. Da muss man sich das schon schön rechnen. 40 Stunden die Woche ist er in Bereitschaft. Monatslohn rund 700 Euro netto. Man kann nicht die Wurst beim Metzger kaufen, man verzichtet auf Wünsche, man schränkt sich ein. Traum von mir, einmal ans Mittelmeer. Aber da ich noch eine schulpflichtige Tochter habe, meine Frau, sind wir mit 3 Personen, dann kommt schon eine Summe zusammen, die wir uns im Moment nicht leisten können. Ja, es ist ein Unwohlsein. Man würde der Tochter, der Frau gerne mehr gönnen. Zu seinem 50. Geburtstag lud Egon noch 60 Leute ein. Jetzt ist er froh, wenn er von Freunden eingeladen wird. Die große Party ist nicht mehr drin. Das Reihenhaus von Stefanie Tatenhorst. 110 Quadratmeter, 40 Jahre alt und ständig geht etwas kaputt. Letztes Jahr war es die Heizung. 7.500 Euro kostete die neue. Nur mit Mühe bekam sie einen Kredit. Die Schulden drücken. Wird sie das Haus verkaufen müssen?
die Überlegung besteht, wenn ich jetzt das Haus verkaufen würde, weil als Mieter hat man, wenn irgendwelche Reparaturen anstehen, ja dann keine Kosten. Und das ist für mich auf jeden Fall so, dass ich schon dabei bin zu gucken, ob das eventuell sich für mich mehr rechnen würde. Knapp 100.000 Euro Schulden lasten auf dem Haus. Nur 40.000 Euro sind bezahlt. Jetzt sind auch noch die Bohlen der Auffahrt marode. Du, folgendes Problem. Und zwar, wenn man hier so wackelt, genau. Der ist schon extrem locker. Und ich glaube, dass das anfängt, hier alles wegzubrechen. Muss rausgestemmt werden. Ja, hier ein Kopfloch machen. Freilegen, Stein rüber, alles raus. Alles wieder einbauen, auffüllen, Pflaster rein. Zwei Mann, Tag Arbeit. Was meinst du denn, wie teuer das so in etwa wird? Also ganz grob über den Daumen, sagen wir mal, 1.000 Autoschein plus Mehrwertsteuer wird da schon zusammenkommen. Das ist natürlich eine Sache, die trifft mich jetzt schon ganz schön. Ne? Ganz spontan kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, wie ich das jetzt regel. Kann ich noch gar nicht sagen. Handwerkerrechnungen, Klassenfahrten, Raten. Nie bleibt etwas übrig, trotz ihrer beiden Jobs. Gemeinsames Kochen mit allen drei Kindern. Auch ihre älteste Tochter Lauren, die Erzieherin wird, ist heute dabei. Selten ist die ganze Familie zusammen. Das Familienleben folgt den Schichten der Mutter. Manchmal arbeitet sie zwei Wochen durch. Ich leide unter chronischer Müdigkeit. Das ist einfach echt so. Also ich könnte eigentlich ständig und permanent immer schlafen. Und das ist halt auch dann kräftezehrend, ne? Wenn man dann morgens aufstehen muss und dann weiß man, man hat echt einen strammen Tagesplan absolvieren und kommt ja nie zur Ruhe, nie mal irgendwie, dass man mal ein bisschen durchatmen kann. Und das ist sehr anstrengend, das zehrt. Ja, das ist schwierig, auch für uns Kinder, weil man hat einfach nicht die Familienzeit, die man sich wünscht. Sowas wie das jetzt gemeinsame Kochen kommt auch nicht immer vor. Das ist jetzt vielleicht auch mal eine Ausnahme. Auch wenn sie so viel arbeitet, das Geld reicht trotzdem nicht. Ja, das ist doof. Groß oder zu klein? Stefanie Tatenhorst gönnt sich wenig. Auch notwendige Anschaffungen zögert sie so lange wie möglich hinaus. Mein Herr, nein, ich habe nur zwei Herdplatten zur Verfügung. Es ist schon seit einem Jahr der Fall und es nervt unglaublich. Aber trotzdem bin ich leider nicht momentan in der Situation zu sagen, na, ich kaufe mir einen neuen. Das ist einfach nicht machbar. 500 Euro für einen neuen Herd, das ist zu teuer. Und eigentlich muss ohnehin erst entschieden werden, ob das Haus nicht doch verkauft werden muss. Keine schöne Situation. Das ist auch nicht das, was ich mir so gewünscht habe. Aber im Moment weiß ich auch nicht, wie wir das ansonsten ändern könnten. Stefanie Tatenhorst beschließt, sich nach einer Mietwohnung umzusehen. Die wenige Zeit, die Egon Albrecht neben seinen Jobs bleibt, verbringt er gerne mit der Familie. Wenn die 16-jährige Tochter Miriam etwas für die Schule braucht, bespricht sie das vorher mit dem Vater. Ich habe überlegt, dass ich mir einen neuen Laptop kaufe. Aha. Ja, ich habe nämlich in so einem Prospekt gesehen, dass für 15 Euro im Monat irgendwie über 32 Monatsraten oder so, das könnte ich ja irgendwie selbst bezahlen mit dem Geld von der Nachhilfe. Ja gut, beim Studium helfe ich dir dann ein bisschen, im Moment geht's ja jetzt nicht. Damit hätten wir das gelöst, ja. Ich mache mir halt Gedanken um das Geld und dann sage ich auch lieber, ich bezahle das selbst mit dem Geld, was ich mir verdiene, als dass ich meine Eltern frage, weil ich halt weiß, dass das schwierig ist, für die mir das alles zu bezahlen. Und dann sage ich halt lieber, ich gucke selbst, dass ich mir was zusammenspare und gönne mir dann selbst irgendwie was. Das tut schon weh, natürlich. Und der Vorschlag von ihr, den selbst zu finanzieren, der tut auch weh. Aber zeigt mir, dass sie da die Situation einfach erkennt und dass sie da mitspielt. Das ist toll. Seine Frau arbeitet halbtags als Sekretärin. Sie leidet unter Rheuma und braucht jede freie Minute, um sich auszuruhen. Es war ihr nicht möglich, bei diesem Film mitzuwirken. Ja, es ist problematisch. Sehr viele Schmerzen. Sie geht trotzdem arbeiten, will alles aufrechthalten. Wir brauchen es ja auch im Moment. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben der Familie nur etwa 400 Euro im Monat zum Leben. Die Lebensversicherungen sind gekündigt, die Rücklagen aufgebraucht. Mich stört, dass ich gefallen bin, nicht aufgeschlagen bin, aber in einem Netz hänge, was sehr tief liegt. Also ein bisschen mehr Sicherheit, ein klein wenig höher, ein bisschen mehr über dem Boden, würden uns alle ein bisschen zufriedener machen.
Teure Urlaube, einen Audi A6 als Dienstwagen. Die Familie lebte im Wohlstand, plante ein Haus zu kaufen in der Siedlung, in der sie schon lange zur Miete gewohnt hatte. Als Egon seinen Posten als Abteilungsleiter verlor, konnte sie sich das nicht mehr leisten. Sie musste umziehen. Ja, so ein altes Haus. Mhm. Das war schön da, ne? Ja, irgendwie schon. Da konnte ich immer direkt aufs Feld und ein paar Erdbeeren essen. Ja. Geht jetzt nicht mehr so gut. Das schöne große Wohnzimmer. Ja. Mit den großen Fenstern. Und der Garten war auch schön. Mhm. Ja. 27 Jahre hatte die Familie in der Reihenhaussiedlung gelebt. Stefanie Tatenhorst arbeitet trotz Schmerzen. Sie weiß noch nicht, ob ihr die Weiterbildung genehmigt wird. Im Demenzheim wird sie nur bezahlt, wenn sie arbeitet. Lohnfortzahlung bei Krankheit gibt es nicht bei Minijobbern. Letztendlich kann ich mir das eigentlich nicht leisten. Und so ist es halt oft, dass ich dann die Zähne zusammenbeiße und arbeiten gehe und mich nicht krank schreiben lasse. Ihre Kinder haben alle Schülerjobs. Sie verdienen sich ihr Taschengeld selbst. Elodie im Supermarkt. Bennett führt Hunde aus. Dass ihre Mutter finanzielle Sorgen hat, wissen sie. Irgendwie haben sie das Gefühl, daran schuld zu sein. Ich habe immer das Gefühl, dass halt alles wegen uns Kindern ist, weil sie halt für uns ganz, ganz viel hergibt und ganz viel Geld für uns opfert. Und ja, dass wir halt ja eigentlich der Punkt sind, weswegen wir halt so wenig Geld hat, weil wir halt ja viel brauchen, auch für die Schule und allgemein. Und das tut mir total weh, da sie dann manchmal auch kurz ist vorm Weinen, weil sie kein Geld hat und dass uns das total leid tut, dass wir nicht alles bekommen, was wir wollen und so. Aber wir unterstützen sie überall, wo wir können. Immerhin, für Bennets Klassenfahrt hat Stefanie Tatenhorst eine unerwartete Geldquelle aufgetan. Ich bin sehr froh. Es gibt eine Stiftung, die Geringverdiener unterstützt. Und die haben mir das volle Geld überwiesen, was ich benötige, um Bennets Klassenfahrt zu bezahlen. Und das ist für mich eine ganz schöne Freude, dass Bennett nun fahren kann mit seinen Klassenkameraden. 3 Uhr nachmittags. Auch heute war Egon Albrecht mit dem LKW schon in Koblenz. Nun ist er wieder als Kurierfahrer unterwegs. Wechsel auf ein anderes Auto. Je nach Auftrag nimmt er verschiedene Fahrzeuge. Fast eine halbe Million Kilometer runter und so ab und zu spinnt er mal. Ich habe es bis jetzt einmal gehabt. Darum weiß ich jetzt auch, was ich zu tun habe. Ganz einfach. Na bitte. Ich habe noch einen dritten Job. Kfz-Mechaniker. 8 Euro Stundenlohn sind üblich im Kuriergewerbe. Fahren gilt als einfache Tätigkeit. Egon Albrecht weiß nie, was ihn erwartet. Aufräumen, entrümpeln, schleppen. Auch das gehört dazu. Ja, der Arzt sagte immer, ich soll Sport treiben. Ich habe ihm gesagt, er soll einmal einen Tag mit mir mitfahren. Brauche nur nebenherlaufen, nicht tragen. Ich denke mal, dann sieht er, wie viel Sport ich treibe. Nach langem Suchen besichtigt Stefanie Tatenhorst eine Mietwohnung. Wenn sie ihr Haus verkauft, wäre sie ihre Schulden los. Die Miete für die 85 Quadratmeter, 900 Euro warm. So viel zahlt sie auch für ihr Reihenhaus. Für Zinsen, Gas, Wasser, Müllabfuhr und sogar der Strom ist dabei. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Wohnung ist relativ günstig, im Gegensatz zu den Mieten, die im Buchholz verlangt werden. Ne? Ja. Direkt im Buchholz. Ja, ja. Ja. Na, was denkt ihr jetzt? Ich finde das voll extrem, dass ihr für 900 Euro so wenig bekommt. Und wir haben unseren Garten und hier haben wir gerade nur mal so einen kleinen Mini-Balkon. Mama müsste irgendwie ins Wohnzimmer da ihr Bett reinkriegen. Du musst dir mit Bennett ein Zimmer teilen. Warum? Jeder hat seine Privatsphäre, das hast du hier nicht. Nee. Ja, ich bin eigentlich entsetzt, wie hoch die Mieten sind. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin mit meinem Haus genauso teuer. Und
der Gedanke, den ich ja hatte, letztendlich Geld einzusparen, der ergibt sich nicht durch einen Umzug, ne, so wie ich mir das halt vorgestellt habe. Stefanie Tatenhorst kämpft weiter dafür, mit den Kindern im Haus bleiben zu können. Nach der Arbeit trifft sich Egon manchmal mit Freunden. Einige versuchten, ihm eine neue Arbeit zu verschaffen. Andere luden ihn zu Reisen ein oder boten an, ihm Geld zu leihen. Sie machen sich Sorgen um ihn. Arbeiten bis zum Umfallen, das geht auf die Dauer nicht gut. Da habe ich gesagt, Egon, da musst du mal die Reißleine werfen. Du kannst nicht immer nur schaffen und schaffen. Da muss auch die Kohle nachkommen. Ich denke mal, das ist nicht leicht. Aber er lässt es nach außen hin kaum zu, dass man das ihm anmerkt. Und wenn ich ihn frage, wie es ihm geht, dann ist es immer alles gut, alles toll. Und er bemüht sich stets, alle Dinge ganz gut zu machen. Aber man merkt natürlich schon, dass es auch nicht ganz so einfach ist. Ne? 2 Wochen später. In der Mittagspause hat Egon Albrecht einen Termin. Eine Firma, die er als Kurierfahrer schon häufiger belieferte, bat ihn überraschend zum Vorstellungsgespräch. Albrecht, schönen guten Tag. Schönen Morgen. Wollen wir uns gleich zusammensetzen? Ja, klar. Setzen Sie sich, danke. Wolfgang Pührer hat eine Teilzeittätigkeit zu vergeben, mit gutem Stundenlohn, etwas mehr als 12 Euro. Für Egon Albrecht wäre das eine finanzielle Verbesserung. Die Rahmenbedingungen, denke ich, die passen sehr gut. Ich kann Ihnen aber jetzt noch nicht endgültig zusagen, aber ansonsten finde ich das sehr positiv. Ich denke, dass wir da auch dann zusammenkommen würden. Also Sie möchten mich? Ich, ja. Ja, ich denke, mit Herrn Albrecht können wir einen sehr angenehmen, sehr zuverlässigen Mitarbeiter gewinnen. Wenn ich jetzt hier mit Teilzeit reinkomme, kann zusätzlich noch einen 400-Euro-Job machen, dann habe ich 200, 300 Euro mehr als vorher. Dann habe ich so ein bisschen das Netz ein klein wenig strammer unterm Popo. Da ist man so ein bisschen sozialer abgefedert. Das finde ich doch, das ist das wert. Ja. 12 Tage hat Stefanie Tatenhorst durchgearbeitet, ohne einen freien Tag. Sie ist müde, aber zuversichtlich. Die Rentenversicherung hat die ersehnte Fortbildung genehmigt. Ich freue mich unglaublich, dass ich diesen Bescheid bekommen habe, dass die neue Maßnahme jetzt für mich in Kraft tritt. Und das ist für mich letztendlich ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt. Ihre Zeit mit mehr als einem Job, so hofft sie, ist bald für immer vorbei. Eine Woche nach dem Vorstellungsgespräch. Egon Albrecht geht auf Segeltour. Freunde haben ihn eingeladen. Egon gibt alle Kraft, beim Segeln wie im Beruf. Zurück in den Wohlstand, das wäre sein Wunsch. Doch mehr als die Hoffnung auf den neuen Teilzeitjob bleibt ihm im Moment nicht. Ach, was soll ich mit meinem Schicksal hadern? Ich freue mich darüber, dass ich eine neue Chance bekomme, dass es weitergeht, dass es ein bisschen besser wird. Das kommt meiner Familie zugute. Wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, zählt das kleinste Schrittchen.